Ich möchte heute ein Forschungsprojekt vorstellen, das wir im Zentrum Queen im Herbst 2018 in Kooperation mit dem Institut für Geschichte der Universität Wien gestartet haben. Finanziert vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank befasst sich unser Projektteam unter dem Titel Von Homoerotik zur Homophobie mit der Dekonstruktion stereotyper Bilder von Sexualität und Männlichkeit des Orients in Deutschland und Österreich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur jüngsten Vergangenheit. Orient steht dabei unter Anführungszeichen, weil wir diesen Begriff in Anlehnung an das Konzept des Orientalismus, wie es der Literaturwissenschaftler und Kritiker Edward Said in den 1970er Jahren definiert hat, als Konstrukt analysieren, das auf europäischen Wahrnehmungen beruht. Diese Konstruktion sagt vielmehr über den sogenannten Westen aus, als über die orientalischen Regionen in Nordafrika und dem Nahen bzw. Mittleren Osten, die der Begriff vermeintlich neutral bezeichnet. Wie Said feststellte, trug dieser konstruierte Orient maßgeblich zur Selbstwahrnehmung europäischer Kulturen bei. Saids Orientalismuskonzept ist in der Forschung breit rezipiert und vielfach kritisiert worden, teils sicher zu Recht. Gerade die im Zuge der Flucht- und Migrationsbewegungen der letzten Jahre entstandenen Debatten über die Andersartigkeit orientalischer und hier besonders männlich-muslimischer Sexualität sowie die sich daraus vermeintlich ergebende mögliche Bedrohung westlicher Kultur zeigen aber, dass Saids Fragestellungen immer noch Aktualität haben. Wir nehmen diese Debatten der letzten Jahre zum Anlass, historische und aktuelle Bilder von orientalischer Männlichkeit und Sexualität im Gebiet des heutigen Deutschland und Österreich zu dekonstruieren. Indem ihre Abhängigkeit von den jeweils gültigen Geschlechter- bzw. Sexualitätsvorstellungen innerhalb der westlichen Kulturen aufgezeigt wird, sollen aus einer männergeschichtlichen Sicht korrektive Perspektiven in den gegenwärtigen, vielfach von Stereotypen und Vorurteilen geprägten gesellschaftlichen Diskurs eingebracht werden. Die deutsche Forscherin Gabriele Dietze spricht in diesem Zusammenhang von Okzidentalismuskritik als korrektiver Methodologie. Bei unseren Forschungen gehen wir von einem interessanten Paradox aus. Einerseits existiert in der europäischen Wahrnehmung des kulturell Anderen schon lange ein Bild vom Orient als einem Ort zügelloser Sexualität und ungeahnter Möglichkeiten. Dazu zählt die Vorstellung, dass gleichgeschlechtliche sexuelle Praktiken in orientalischen Kulturen nicht nur besonders weit verbreitet, sondern auch gesellschaftlich akzeptiert seien. Elemente dieser Vorstellungswelt lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. In den kolonialen bzw. imperialen Denk- und Herrschaftssystemen der europäischen Moderne setzte sich das Bild eines solchermaßen homosexualisierten Orients fort. Teilweise existiert es bis zur Gegenwart. Gleichzeitig scheint sich das Bild des homosexualisierten Orients in den letzten Jahren gleichsam ins Gegenteil verkehrt zu haben. Die Wahrnehmung westlicher Kulturen ist sogar von einer diskursiven Verknüpfung von Homophobie und Islam bestimmt, die unter anderem in der undifferenziert stereotypierten Figur des homophoben orientalischen Migranten ihren Ausdruck findet. Sowohl die historischen als auch die tagesaktuellen Quellen, die wir in unserem Projekt analysieren, sagen jedoch aufgrund ihres westlich-imperialistischen Blickwinkels oft wenig über tatsächlich gelebte sexuelle Praktiken und Normen im Orient aus. Stärker als von orientalischer Sexualität selbst zeugen sie von einer europäischen Wahrnehmung derselben als ein abgrenzbares Anderes. Anhand zentraler Entwicklungsphasen dessen, was die Geschlechterforscherin Rabin Cornell als das hegemoniale Männlichkeitsmodell bezeichnet, arbeiten wir daher für den deutschsprachigen Raum heraus, inwieweit Wahrnehmungen von männlicher orientalischer Sexualität von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart jeweils als hierarchisch unterlegen und mitunter sogar als Gegenbilder der Geschlechterordnung in der deutschen und österreichischen Gesellschaft konstruiert wurden und werden. Wir untersuchen also, welche Repräsentationen orientalischer Männlichkeit im Untersuchungszeitraum jeweils dazu dienten, die dominante Position westlicher Männlichkeitsvorstellungen mit zu konstruieren und damit abzusichern.
Bei unseren Forschungen ziehen wir eine breite Quellenbasis heran, die von Reiseschilderungen über wissenschaftliche Abhandlungen, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel bis hin zu Malerei, Fotografie oder Film reicht. Obwohl dabei Deutschland und Österreich, wie gesagt, im Vordergrund stehen, berücksichtigen wir auch internationale Einflüsse. Um mit der Masse an Material zu Rande zu kommen, die wir uns vorgenommen haben, arbeiten wir mit einer Software zur qualitativen Datenanalyse. Wir filtern aus den Quellen jene Textstellen sowie Bild- und Filmsequenzen, die sich explizit oder implizit mit orientalischer Sexualität und/oder Männlichkeit befassen. Diese werden anhand thematischer Aspekte mit Hilfe dieser Software kodiert und dann ausgewertet. Bei dieser Arbeit gehen wir chronologisch vor und werfen 5 Schlaglichter auf unseren Untersuchungszeitraum. Im ersten Schlaglicht untersuchen wir, in Anlehnung an den Historiker Wolfgang Schmale, wie die Verfestigung eines europäischen hegemonialen Männlichkeitsbildes im 19. Jahrhundert mit stereotypisierenden Abgrenzungsverfahren einherging. Das europäische Männlichkeitsideal war mit soldatischen Tugenden, bestimmten sozialen und politischen, staatsbildenden Fähigkeiten, der Rolle als Familienernährer sowie Heterosexualität verbunden. Seine Koppelung an Whiteness lässt sich unter anderem an einem neuen, abwertenden Orientbild ablesen. Vorherrschend war in diesem Zusammenhang insbesondere die Charakterisierung der orientalischen Kultur und Männlichkeit als passiv, lasziv, eitel, träge und affektiert. In weiteren Schlaglichtern beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Orientbildern in den homosexuellen Bewegungen, der Relevanz von Orientalismuskonzepten für eine Remaskulinisierung nach dem Zweiten Weltkrieg oder der sogenannten Gastarbeiterdebatte. Die eingangs erwähnten Stereotypenbilder von orientalischer Männlichkeit und Sexualität seit den jüngsten Flucht- und Migrationsbewegungen analysieren wir vor dem Hintergrund einer Pluralisierung von europäischer Männlichkeit seit den 1990er Jahren. Ziel des Projekts soll es sein, erstmals eine historische Bestandsaufnahme stereotyper Sexualitäts- bzw. Geschlechterbilder des Orients in den letzten 150 Jahren vorzulegen. Diese soll nicht zuletzt deren Charakter als ein Konstrukt sichtbar machen und somit zum Abbau von Vorurteilen beitragen. Nähere Informationen zum Projekt und zu unserem Team finden sich auf der Website des Zentrums Queen unter www.queen.at. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.